In diesem Video möchte ich euch das Team vorstellen, mit dem ich Pokémon Strahlender Diamant bzw. Leuchtende Perle durchspielen möchte, wenn die Spiele dann erscheinen. Vermutlich habt ihr schon einige andere Videos dieser Art hier auf YouTube gesehen, aber noch nicht mit meinem Team. Diamant und Perl habe ich natürlich als Kind gespielt, da muss ich so um die 10 Jahre alt gewesen sein. Pokémon Platin habe ich letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal in einem Twitch-Stream durchgespielt und um mich auf die Remakes vorzubereiten, habe ich selbst dieses Jahr nochmal Pokémon Perl im Stream durchgespielt. Und da meine Starter in den letzten beiden Playthroughs Panflam und Chillast waren, ist für mich relativ klar, womit ich dann in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle starte, und zwar mit Plinfa bzw. dem Stahlpinguin Empoleon. Ich nehme grundsätzlich tatsächlich immer sehr gerne den Wasserstarter in meinem ersten Playthrough. Wasser ist auch mein Lieblingstyp. Und Wasser-Stahl ist eine ziemlich coole Typenkombination. Außerdem, guckt euch Empoleon an. Er ist nicht ohne Grund in Pokémon Tekken aufgetaucht. Ihr wisst ja außerdem, dass es früher in Diamant und Perl ein ganz großes Problem mit Feuer-Pokémon gab, da man im Playthrough eigentlich nur Ponita und Panflam bekommen konnte. In den letzten Trailern zu den Remakes haben wir allerdings schon einige andere Feuer-Pokémon gesehen, zum Beispiel Hundemon im Untergrund. Das bedeutet, man wird da vermutlich deutlich mehr Auswahl als in den Originaltiteln haben, daher kann ich hier relativ unbesorgt mein Wasserstarter wählen. Und da wir es gerade davon hatten, werde ich auch Hundemon als mein Feuer-Pokémon mit ins Team aufnehmen. Ich meine, komm schon, es ist immer noch Diamant und Perl. Da ein anderes Feuer-Pokémon zu benutzen als Panferno oder Galoppa wird unglaublich. Und Hundemon allgemein ist ein Pokémon, das ich unglaublich cool finde. Feuer und Licht war schon immer so ein super interessanter Typ, das Design. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, der 6-jährige Tim fand diesen Höllenhund unfassbar cool. Und in seiner Debütedition Gold und Silber war Hundemon einfach schlichtweg super furchtbar zu bekommen. Ihr konntet den Gold und Silber Hundemon nur zu einer 5% Chance bekommen und auch nur auf einer Route im Postgame. Ich meine, ja, Johto-Pokémon, die man nur in Kanto fangen kann, das macht Sinn. Hundemon war eines der Feuer-Pokémon, die in Pokémon Platin den Sinnodex hinzugefügt wurden. Das waren insgesamt nämlich Hundemon, Magbrand und Flamara. Und ich muss sagen, dass mir von der Auswahl Hundemon immer noch mit am meisten gefällt. Daher wird Hundemon mein Feuer-Pokémon in diesem Playthrough. Und wie ihr vielleicht schon merkt, möchte ich versuchen, bei diesem Playthrough möglichst viele Pokémon zu benutzen, die ich bisher noch in keinem Durchlauf in irgendeinem Pokémon-Spiel genutzt habe. Und somit machen wir jetzt unseren Feuerwasser-Pflanzen-Core komplett und nehmen noch Folipurba mit ins Team. Ja, tatsächlich, ich habe Folipurba noch in keinem einzigen Playthrough benutzt, aber ich habe wirklich Bock, es jetzt in den Remakes nachzuholen. Die Frage ist natürlich, wann und wo man Evoli in diesem Spiel bekommen wird. In Pokémon Platin hat man ein Evoli in Herzhofen geschenkt bekommen. In Diamant und Perl wiederum konnte man Evoli nur im Trophäengarten bekommen. Ich bin relativ sicher, dass wir Evoli auch hier in unserem normalen Playthrough fangen können. Nicht zuletzt, weil Evoli einfach mittlerweile sowas wie ein zweites Maskottchen für die Reihe geworden ist. Tja, ich finde immer so ein bisschen, dass die Sinnoh-Evoli-Entwicklung immer ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ich weiß nicht, irgendwie spricht man in der Regel eher so über die 5 ersten Evoli-Entwicklungen und Felinara hat halt so einen Special-Status, weil es den Feentyp mit eingeführt hat und es bekommt ja jetzt auch in Unite seinen eigenen Auftritt. Aber Folipurba und Glaceola, I don't know, irgendwie bleiben die so ein bisschen zurück. Deswegen habe ich ein bisschen Lust, Folipurba zu nehmen. Ich mag das Design sehr, es ist ein starker Angreifer und ich gehe mal davon aus, dass die in den Remakes auch die Felsen zurückgebracht haben. In Schwert und Schild konnte man ja Evoli zu Glaceola und zu Folipurba mit einem Eis- bzw. Blatt Stein entwickeln. Früher war es ja so, dass man dafür zu diesem Eis oder diesem Moosfelsen gehen musste. Und das war ein Konzept, was ich damals eigentlich ziemlich cool fand, um diese Pokémon zu entwickeln. Eine weitere sehr coole Sache, die Pokémon Diamant und Perl hier eingeführt haben, waren Entwicklungen für alte Pokémon. Folipurba könnte man natürlich direkt als ein solches Beispiel zählen, aber es gibt noch andere Pokémon dieser Art und so möchte ich als nächstes Ambidiffel mit in mein Team einbauen. Ambidiffel ist ein Pokémon, mit dem ich relativ viel verbinde. Es war in der 6. Generation eines der Pokémon, die ich am häufigsten benutzt habe, als ich damals Competitive gespielt habe. Ich mochte Ashs Griffel im Anime total gerne, auch wenn er es natürlich dann später mit Lucia getauscht hat. Und allgemein ist es einfach, finde ich, ein super lustiges Pokémon. Mit Techniker haut es übel drauf, es lernt viele coole Attacken, ist schnell unterwegs und ja, allgemein einfach ein sehr lustiges Pokémon. Griffel hat man in Diamant und Perl tatsächlich nur über die Honigbäume bekommen und ich fände es ganz cool, auch die Honigbäume mal zu nutzen, um mir ein neues Teammitglied zu beschaffen. Was, Tim, du hast dir damals nicht Mamfaxo in Diamant und Perl geholt? Und ich fand es irgendwie ziemlich cool, wie sich Griffel weiterentwickelt hat. Griffel entwickelt sich ja dann zu Ambidiffel, wenn man ihm Doppelschlag per Level-Up beigebracht hat. Das macht halt auch Sinn, weil Ambidiffel hatte dann einen zweiten Schweif. Und ja, somit wird das lustige Äffchen auf jeden Fall Teil meines Teams werden. Ich mag aufgefallen sein, dass ich bisher eine ziemlich große Kampfschwäche in meinem Team habe. Und somit habe ich mir gedacht, hey, nehmen wir doch mal einen Käfer-Pokémon mit in unser Team. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich zunächst überlegt, Pionskora mit in mein Team zu nehmen.
Ja, Pion Skora, nicht Pion Draghi. Zugegeben, das wäre auch keine Hilfe für meine Kampfschwäche gewesen, aber ich liebe Pion Skora. Guckt ihn euch an, es ist so ein süßes Pokémon. Aber ich habe mich dann am Ende doch für ein anderes Pokémon entschlossen, das ich dann auch voll entwickeln werde. Und zwar ebenfalls eine neue Entwicklung eines alten Pokémon, nämlich Yanmega. Yanma war in der zweiten und dritten Generation echt so ein Pokémon, das einfach komplett über war irgendwie. Ich meine, Käferflug ist kein super krass guter defensiver Typ. Es hatte offensiv aber irgendwie auch nichts zu bieten. Und alles in allem war es einfach da. Aber dann hat es mit Yanmega eine neue Entwicklung bekommen und dieses Pokémon ist so nice. Mit Temposchub kann es zu einem richtig schnellen, starken, speziellen Angreifer werden und Yanma findet man auch gar nicht so spät im Spiel. Im Original konnte man Yanma nämlich damals im Großmoor fangen. Außerdem hat Yanmega ein unglaublich cooles Shiny. Sollte ich das zufällig in meinem Playthrough bekommen, wäre ich auf jeden Fall ziemlich happy. Außerdem, Fun Fact, wusstet ihr, dass Yanmega laut Pokédex-Eintrag einen erwachsenen Menschen tragen kann? Jedoch lernt es dir als Hacke Fliegen nicht. Will mir Yanmega damit sagen, dass ich fett bin? Auch wenn es nicht fliegen kann, was vielleicht ein bisschen nervig wird, da VMs zurückkommen, ist es trotzdem ein sehr cooles Pokémon, das ich noch nie benutzt habe und das gerade sehr gut in mein Team passt. Der letzte Slot in meinem Team wird so ein bisschen davon abhängen, in welche Richtung das Spiel gehen möchte. Und zwar möchte ich gerne als letztes Pokémon in meinem Team Rotom mitnehmen. Man wird Rotoms Form vermutlich nicht bis zum Ende des Spiels ändern können. Allerdings finde ich auch das normale Rotom eigentlich ziemlich cool. Es ist ein Elektro-Geist-Pokémon. Und das ist eine freche kleine Glühbirne. Guckt ihn euch an. Das ist ein cooles Pokémon, schon immer gewesen. Und ich denke, Elektro-Geist ist auch generell ein Typ, der eigentlich ganz gut in mein Team passt. Elektro ist allgemein so ein Typ, den ich an sich immer gerne in meinem Team habe. Weiß nicht, das ist einfach für mich so neben dem Feuer-, Wasser-, Pflanzenchor so ein bisschen gehört es einfach mit dazu. Die Frage ist jedoch, ob man Rotom in den Remakes wie in Diamant und Perl oder wie in Platin bekommen kann. Rotom findet man nämlich ab 20 Uhr in der alten Villa, wenn man dort mit dem Fernseher interagiert. In Diamant und Perl geht das jedoch erst, nachdem man die Pokémon-Liga geschafft hat. Und in Platin kann man direkt, nachdem man Zerschneider hat, also nach der zweiten Arena, dorthin gehen und sich Rotom für seinen Playthrough fangen. Und ich hoffe sehr, dass ich hier den Platin-Weg gehe, denn ich würde Rotom unglaublich gerne in mein Team einbauen. Sollte man Rotom nicht fangen können, würde ich wahrscheinlich Illevoltak mitnehmen wollen. Auch ein cooles Elektro-Pokémon, das ich noch nie benutzt habe. Gut, Electek konnte man auch nur in Platin bekommen, aber da wir ja auch Hundemann und ähnliche Pokémon fangen können, mache ich mir da jetzt eigentlich nicht so viele Gedanken drum. Das wäre so mein Wunschteam für die Remakes. Das heißt allerdings nicht, dass das unbedingt das Team sein muss, mit dem ich diese Spiele durchspiele. Ich werde die Spiele nämlich am Release dann auch auf meinem Twitch-Kanal live streamen, vielleicht sogar als Nuzlocke. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Und falls ihr mehr über den Pokédex in den Remakes erfahren möchtet, um auch euer eigenes Team zu planen, dann klickt gerne einmal auf dieses Video hier.